Hallo Freunde, willkommen zurück bei Deus Ex. Ja, wir sollen jetzt zu unserem Apartment zurückgehen. Jetzt können wir wieder schön durch den U-Bahn-Tunnel laufen. Ja, wir sollen uns dort mit Vega treffen und schauen, was die so herausgefunden hat. Ob wir ihr weiterhelfen können, ob sie Informationen für uns hat. Und da wollen wir uns jetzt mal hinschleichen, da ja überall Sperrgebiet ist für Augmentierte wie uns, wird das wieder ein ziemliches Schleichen werden, weil ich möchte auch nicht die ganzen Polizisten ausschalten, die ja eigentlich auch nur ihre Befehle befolgen. Oh, was ist das denn da für einer? Boah, den müssen wir erstmal beseitigen. Da liegt da. Jetzt muss doch irgendjemanden... Da geht noch einer. Jetzt schalten wir auch nochmal aus. Das ist so ein... Oh, da ist auch ein bisschen was dabei. So ein gepanzerter. Das habe ich ihm gerade noch so aus dem Augenwinkel heraus gesehen. Oh, jetzt ziehen wir hier mal in die Ecke. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen, falls hier mal einer... Dann kommt, ich hole ihn auch noch ab. Oh, wo ist er? Da ist der Kollege. Ah, nichts dabei. Also ich habe nichts dagegen, sie Schepper. Mal nachladen hier. Die Leute generell ein bisschen auszuschalten. Aber ich wollte sie eigentlich nicht töten. Das ist so meine Prämisse. Gucken wir mal schnell, was wir so an AUGs einsetzen können, verbessern können. Was haben wir hier noch? Auf jeden Fall möchte ich gerne da noch ein bisschen mehr Kapazität haben. Ich denke mal, das werde ich jetzt brauchen. Und das wollte ich auch schon mal machen, dass ich halt im Stealth-Modus sozusagen die Gegner ausschalten kann. Hier hingeht. Jetzt müssen wir erstmal hoch. Die Leute stehen da hinten. Nicht gesehen. Oh oh. Das ist voll. Boah, die haben mich gesehen. Scheiße. Ja, super. Es geht ja schon gut los hier. Eigentlich wollte ich nicht auffallen. Okay, wir haben mich verloren. Das ist eine Zeit. Jetzt hier hin. Hier geht's runter. Nicht hier irgendwas? Nein. Ich habe einen Bereich. Wenn noch was liegen, E-Books. Die sammle ich jetzt nicht. Da ist auch nicht lese. Mal sehen, dass wir hier wieder vernünftig rauskommen. So war das jetzt nicht geplant. Ich sehe da noch was auf dem Rücken, was interessant ist. Ein Hammer. Ah, hier ist auch noch einer drin. Den
kriege ich natürlich nicht ausgeschaltet. So schnell. Da müsste ich tatsächlich kaputt schießen. Steht auch. Da ist noch einer. Oh. Alter. Steht auch direkt um die Ecke. Ja, da ist mir schön an eingebrockt. Aber wir versuchen jetzt erstmal hier. Gehen wir erstmal hier rein. Wir müssen uns Schritt für Schritt jetzt vorarbeiten. Unterstehen die? Nichts. Was die Tonne wegwerfe? Nicht. War zu wenig Energie, ne? Toll. Und noch einer. Ah. Na toll, na super. Ah. Hm. Haben wir toll hingekriegt hier, das geht schon gut los. Okay. Laden wir mal neu auf. Oh oh. Nicht gut. Trauen die sich hier rein? Ah, okay, das ist sehr suboptimal, würde ich sagen. Ups. Wenn Sie unsere Hilfe brauchen. Nichts. Wir haben hier einen Händler, den besuchen wir jetzt erstmal. Du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Nein, könnte interessant sein. Ich verkaufe Waffen. Ja, habe ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Ja. Gehen wir mal einkaufen, würde ich sagen. Was hast du denn? Zeig mal her. So, erstmal natürlich verkaufen. Das Zeug brauchen wir nicht. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht brauchen? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ah, das Neuroprozin, das ist mal ein ganz gutes Eintauschmittel. Na, ja, die wäre vielleicht nicht schlecht. Ach ja, Tesla. Ah, Mann, ich vergesse immer, dass ich da noch habe. Scope. Ah, das verkaufen wir mal auf Maximum springen. Dass ich ja noch mal eine Tesla-Munition habe. Verbrauchsmaterial. Ja, das ist nicht schlecht. Haben wir ausverkauft. Ja, da haben wir auch ausverkauft. Munition. Ich hätte gerne noch ein bisschen Betäubungspfeile. Elektroschockpfeile? Nee, Betäubungspfeile.
Tesla, TS, Pistolen, Standard, Standgewehrmunition, ja, nee, das ist nicht das, was ich brauche. Laserzielsystem, Standardgewehr, taktische Schrotflinte haben wir alles. Okay. Haben noch ein bisschen was gemacht. Du vergeudest meine Zeit. Hey, hallo. Ich habe was eingekauft hier, ja? Ich habe alles, was ich brauche. Dann verzieh dich. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, wenn du was Vernünftiges hast, Kollege, können wir darüber reden. Also, es ist ja nicht so. Biozellen, Schmerzmittel, leichter. Oh, oh. Eine Sperrzone, das war nicht gut. Wo hier hin? Da nicht. Das ist Sperrgebiet. Okay. Jetzt mögen die mich ja auch. Das finde ich auch nicht gut. Hallo. Aufstehen. Ich will nicht sterben. Ja, ich auch nicht. Haben wir irgendwas gehabt? Was ist das denn hier? Quelle Chips. Ja, ich laufe jetzt hier extra rein, nicht weil ich Langeweile habe, sondern weil ich gerne. Ist da noch was hinter? Nö, nichts hinter. Damit die Alarmzeit hier abklingt, ich in dem. Naja, ist wieder alles okay. Hier unten haben wir noch ein paar Zubehörteile, die nehmen wir noch gerne mit. Haben wir denn hier, wenn wir schon mal hier sind? Gucken wir da auch noch mal kurz rein. Also. Okay. Ich hoffe, dass die jetzt hier nicht hier oben stehen. Nee. Wait. Schrank mal suchen. Was drin? Ah, Zubehörteile. Da sind die da drin. Schon fünfmal vorbeigelaufen. Hier mal eine Zeitung. Okay, Kriegsrecht. Haben wir schon gesehen. Ah, da ist sie ja. Wir haben uns geirrt, Adam. Browns finanzielle Lage ist nicht so rosig, wie wir dachten. Er verliert Billionen, wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht. Das ergibt keinen Sinn. Millionen vertriebener Optis werden nach Abia pilgern. Und die Stadt kann sie nicht versorgen. Brown hat Investoren einen Traum von einem Unternehmensstaat verkauft, wo Gleichgesinnte sich selbst regieren und Investoren den Profit abschöpfen. Das widerspricht irgendwie dem Konzept einer Weltregierung. Und wenn es scheitert, gehen Brown, Santo und alle anderen, die den Illuminaten im Weg stehen, unter. Also wollen sie die Konkurrenzvision und ihr Augmentierungsproblem mit einem Schlag vernichten. Brown hat eine Kampagne gegen das Gesetz geführt? Ja, und anders als Rucker hat er das Geld und den Einfluss dazu. Was ist mit der Probe der Orchidee? Malchenko schmuggelt mehr davon nach London. Konntest du sie analysieren? Eine voll kranke Scheiße, Mann. Sie vernichtet eine bestimmte Proteinsequenz im Körper und stürzt dadurch das Immunsystem ins Chaos. Lebenswichtige Organe werden innerhalb von Minuten abgestoßen. Ruckers Tod muss furchtbar gewesen sein. Das war er. Ja, das glaube ich auch. Es sah aus, als würden seine Augmentierungen aus dem Körper gepresst. Eine Art extremer Form von Abstoßungssyndrom. Die Orchidee ist ein Optikiller? Wie hast du dann überlebt? Ich nehme an, sie tötet jeden, aber irgendwas in meiner DNA macht mich immun.
Mein Körper stößt Augmentierungen nicht ab. Ich habe nie Neuropozin gebraucht. Vielleicht ist das der Schlüssel. Keine Neuropozin-Abhängigkeit? Wie fühlt man sich da oben? Du bist einer von einer Milliarde? Trotzdem, probier diese Theorie nicht aus. Du könntest diesmal weniger Glück haben. Ja, das denke ich auch. Im Darknet kursieren Bilder von Ruckers Leiche. Wenn Brown und seine potenziellen Investoren eine Dosis abkriegen und Pikes Bilder von ihnen zeigt, ist das eine starke Botschaft. Ich sollte Miller warnen. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Ich komm schon klar. Wenn die Taskforce in London eintrifft, halt mich auf dem Laufenden. Man kann nie wissen. Viel Glück, Adam. Und pass auf dich auf. Ja, das habe ich vor. Miller, hier Jensen. Arbeitet MacCready noch an dem Plan für London? Wir haben nämlich eine neue Variable. Sagen Sie es ihm selbst auf dem Flugfeld von TF-29. Wir sind unterwegs. Verstanden. Wie komme ich dahin? Verdammte Ausgangssperre. Gehen Sie zu Chicane. Der fliegt Sie hin. Miller out. Oh. Da habe ich ja noch was. Okay, das brauchen wir nicht. Ich will doch hier noch mal ein bisschen umgucken, dass ich hier noch irgendwo was rumstehen habe. Das Schlimmste ist vorbei dran. Gut. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas Brauchbares drin? Erreichbar sein. Wenn ich hier schon mal bin. Oh, das sieht ja auch gut aus hier. Ein paar Zubehörteile. Also ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Biozellen machen. Da war noch ein bisschen. Software, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, das sieht ja hier aus. Mann. Furchtbar. Schlimmer wie bei mir zu Hause. Noch Zubehörteile. Das hätte ich vielleicht zu Anfang machen sollen. Weil hier scheint ja eine richtige Fundgrube. Nee, das brauche ich nicht. Das macht nur Blöde im Kopf. Aber die Zubehörteile nehmen wir noch gerne. Okay. Schicke Beleuchtung. Was haben wir hier? Was zur Hölle soll das denn da sein? Aha. Ah! Ist das hier vielleicht diese komische Maschine, mit der die Tochter vom Static da den Maschinengott gegenübertreten will? Könnte sein, ne? Sieht so aus. Haben wir hier noch ein Verkaufsobjekt? Ja, komm her damit. Diese Munition. Ja, da fahren wir dann hin. Das sieht ja fast wie eine Bombe aus. Wie mehrere Bomben. Ich gehe da mal. Oder Zubehörteile. Nichts liegen lassen. Da auch. Gut. Ja, ich glaube, hier waren wir schon drin. Hey, alles gut, alles gut. Alles nur ein Ablenkungsmanöver. Die ganze Problematik wurde hochgekocht, damit wir die echten Probleme ignorieren, mit denen sie sich nicht befassen wollen. Ja. So. Nichtsdestotrotz, wir müssen zurück. Das ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Ja, das glaube ich auch. Suchara, verschwende nicht meine Zeit. Ja, hab dich auch lieb. Kommen wir hier noch rein. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Jo, sieht gut aus. Zugriff gewährt. Das war nicht gut.
toll. War doch gar nicht. Oh Mann, ey. Heute dreht ihr auch von einem Fettnapf ins andere, ey. Ja, trotzdem hier in diese Tür rein. Das ist mir scheißegal. Wir halten sie am Leben und machen den Krieg nie zu weit. Hallo, wer bist du denn? Ja, nee, das Schlimmste ist eigentlich, dass ich jetzt noch ungesehen zum Flugfeld kommen muss. Irgendwie. Ohne dass ich hier gesehen werde. Das wäre der Idealfall, wenn ich das schaffen würde. Das ist ungewöhnlich. Okay. Das war jetzt
Die haben ihn nicht gesehen. Jedenfalls hier. Auch noch gleich mit hier. Keine Zeugen hinterlassen. Hast du noch was dabei? Oh ja. Aha. Ein paar Granaten. So, euch lege ich erreichen zu. Sehr schön. Jawohl, liebe Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge die Spurensuche geht weiter nach Narcissa Serra. Ja, wie es auch immer ausgesprochen wird, dort reisen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hin, beziehungsweise das werden wir hier im das werde ich offline dahin reisen. Die Schritte durch die U-Bahn braucht ihr nicht mitmachen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich über ein Abo freuen. Schaut doch mal meine anderen Projekte an. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir jetzt uns zum Flugfeld durchschlagen, bei Deus Ex Mankind Divided. Bis dahin. Tschüss.